Hallo Mädchen, heute möchte ich über die gelesenen Bücher aus dem Februar sprechen und ich beginne gleich ganz euphorisch mit meinem neuen Brecht-Schuber. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das dieses Jahr machen werde, denn ich habe schon vor, zu Brecht so ein paar Einzelvideos hochzuladen. Ich denke, dass ich vielleicht jeden dieser Bände so einzeln noch mal ein bisschen bespreche, einfach um vielleicht auch so eine Übersicht geben zu können oder eine Entwicklung in seinem Schaffen bemerken zu können oder dergleichen. Das heißt, heute gibt es erstmal nur die Kurzfassung. Und ich habe auch weitestgehend vor, die chronologisch zu lesen. Das heißt, ich kann nicht ganz begründen, warum ich mit Die heilige Johanna der Schlachthöfe begann, denn das hat er schon 1930 geschrieben. Das ist also nicht sein Erstlingswerk. Und ich glaube, es liegt daran, dass ich einfach irgendwie vorher relativ häufig so von diesem Bild von Arm und Reich auf einer Rampe gehört hatte, was eben aus diesem Stück kommt. Und deswegen habe ich eben damit begonnen. Ich möchte noch einen kleinen Fun-Fact am Rande bemerken. Denn das Stück wurde zwar 1930 geschrieben, aber zum allerersten Mal erst 1959 aufgeführt und zwar unter der Regie Gustav Gründgens, den vielleicht einige von euch kennen, und der strich konsequent alle Stellen aus diesem Stück, in dem irgendwie von Kommunismus oder von der Arbeiterbewegung die Rede ist, was ich ein bisschen amüsant finde. Und ich habe inzwischen auch schon eine ganze Menge Dokus zu Brecht geschaut und das hat einfach nur mal wieder bestätigt, dass ich Marcel Reich-Ranicki nicht allzu sehr mag, denn der behauptet vehement, dass Brecht eben kein politischer Schreiber gewesen sei. Würde ich widersprechen, aber ja, da können wir später nochmal drauf eingehen. Die heilige Johanna der Schlachthöfe jedenfalls habe ich gemocht. Das Ganze spielt in Chicago, speziell nochmal auf den Schlachthöfen, wo eine Menge Arbeiter gerade aber ohne Arbeit dastehen, weil die Fleischfabriken geschlossen wurden. Und dahinter stehen auf jeden Fall eine ganze Menge Geldinteressen, das heißt, die Bosse, die spekulieren da so ein bisschen, sie treiben die Preise in die Höhe und dann auch mal wieder nach unten, und je nachdem, was ihnen nützt und so weiter und so fort. Und ja, ich glaube, eine genauere Analyse und dann eventuell auch Zitate und dergleichen kommen dann halt irgendwann mal so in diesem Extra-Video. Ich mache dann auch gleich weiter, nämlich dann chronologisch, und das war das Erstlingswerk des 15-jährigen Brechts, nämlich Bibel. Und das ist, was man vom Titel her vielleicht auch noch denken kann, sehr, sehr stark geprägt von der christlichen Erziehung des Jungen. Und ich meine, es ist besser als das, was ich mit 15 schrieb, aber es ist jetzt auch keine große Offenbarung. Es ist auch nur ganz kurz. Kann man machen, aber ich glaube, wenn man das jetzt nicht in so einer Sammlung mit dabei hat, würde ich dieses Stück jetzt definitiv nicht irgendwie aktiv aufsuchen an eurer Stelle. Dann las ich auch noch Baal, das hat Brecht mit 20 geschrieben. Er selbst hat eine durchaus kritische Meinung so zu seinen früheren Werken und da bin ich eigentlich auch schon ganz gespannt darauf, da noch so ein bisschen zu beobachten, was er später eventuell zu den Sachen kommentiert hat. Also hier sind auch immer, es sind gute Anmerkungen mit dabei, das heißt, man erfährt auch so ein bisschen was über die Werksgeschichte und wer da eventuell an den Stücken mitgeschrieben hat und dergleichen. Auf jeden Fall, bei Baal musste ich die ganze Zeit denken, dass ich das mit 16 geliebt hätte. Baal ist halt so jemand, der will das Leben in vollen Zügen genießen und sich dabei auch nicht von so einer kleinbürgerlichen Moral reinreden lassen. Man muss allerdings zugeben, dass er dadurch irgendwie auch ein wirkliches Ekel ist, eben vor allem zu den Leuten, die ihm eigentlich zur Seite stehen, die ihn unterstützen. Und nimmt dabei wirklich keinerlei Rücksicht beim Ausleben seiner Regungen in jegliche Richtung. Wie gesagt, das spricht mich halt jetzt so als mehr oder weniger erwachsene Frau nicht mehr ganz so an, aber ich bin jetzt schon gespannt, wie sich das so ein bisschen in Brechts Werk quasi einfügt. Und als letztes aus diesem Band erstmal las ich Trommeln in der Nacht, bei dem die erste Fassung während der Januarkämpfe 1919 entstand, aber später noch mehrmals überarbeitet wurde. Hier steht eine Familie im Zentrum, deren Tochter eigentlich auf ihren Verlobten wartet, der im Ersten Weltkrieg als vermisst gemeldet wurde, auch schon jetzt nicht erst im letzten Monat, sondern schon seit 3 Jahren oder sowas vermisst, ich will jetzt gerade nichts Falsches sagen. Und die Eltern drängen sie allerdings, einen Neuen zu heiraten, der durchaus auch so ein bisschen als Gewinner aus dem Krieg hervorging. Und so viel sei noch verraten, jetzt, da sie sich endlich entschließt, da so mehr oder weniger zuzustimmen, taucht der Verlobte wieder auf. Und im Hintergrund des Ganzen steht dann noch so ein bisschen der Spartakusaufstand eben aus dem Januar 1919. Das heißt, wir haben eine Menge soziale Unruhen. Es ist so gerade frisch Nachkriegszeit und es geht einfach so ein bisschen um die Frage nach der politischen Zukunft Deutschlands. Und ich möchte euch ein Zitat geben aus der Ballade des toten Soldaten, oh, vom toten Soldaten, um euch nochmal zu zeigen, auf welche oft ja auch durchaus amüsante Art und Weise Brecht da aber so ein bisschen Kritik halt in einem, ja, mehr oder weniger witzigen Lied unterbringt. Und hier heißt es, also ich lese euch nicht das Ganze vor. Es zog die ärztliche Kommission zum Gottesacker hinaus und grub mit geweihtem Spaten den gefallenen Soldaten aus. Und der Doktor besah den Soldaten genau oder was von ihm noch da war. Und der Doktor fand, der Soldat wäre KV und er drückte sich vor der Gefahr. Sie malten auf sein Leichenhemd die Farben schwarz-weiß-rot und trugen es vor ihm her, man sah vor Farben nicht mehr den Kot. Ein Herr im Frack schritt auch voran mit einer gestärkten Brust. Der war sich als deutscher Mann seiner Pflicht genau bewusst. Und dann ziehen sie so ein bisschen durch die Dörfer und alle schreien Hurra und tanzen drumherum. Und hier steht er noch. Und wenn sie durch die Dörfer ziehen, kommt's, dass ihn keiner sah. So viele waren herum um ihn mit Chintra und Hurra.
So viele tanzten und johlten um ihn, dass ihn keiner sah. Man konnte ihn einzig von oben noch sehen, und da sind noch Sterne da. Die Sterne sind noch immer da. Es kommt ein Morgenrot. Doch der Soldat, so wie er es gelernt, zieht in den Heldentod. Und ja, wie gesagt, ich muss mal schauen, wie schnell ich das jetzt jeweils lese und wann ich dann halt Videos dazu hochlade. Mich drängt nichts, aber ich freue mich prächtig, dieses Jahr so ein bisschen näher kennenzulernen, und ich mochte den Start. Diesen Monat las ich auch ziemlich viele Bücher auf Arbeit, und das erste davon war Monster von Yishai Sarit. Ich hoffe, das war halbwegs richtig ausgesprochen. Dieses Buch tut quasi so, als sei es der Bericht eines israelischen Tourguides, der in Treblinka einen deutschen Dokumentarfilmer voller Kanne eben einen Faustschlag verpasst. Und das ist jetzt eben der Bericht an seinen Chef, wie es dazu kommen konnte. Und das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Also er zieht da durchaus ein bisschen in großen Bogen. Er versucht das quasi in Kontext irgendwie so ein bisschen zu legen. Und er erzählt, wie er viele verschiedene Gruppen eben auch durch verschiedene Lager führte und wie ihn da auch immer wieder so Kleinigkeiten vor den Kopf gestoßen haben. Also zum Beispiel israelische Jugendliche, die wirklich voller Hass auf die Araber sind und dann so Dinge sagen wie, ja, mit denen müsste man machen, was hier passiert ist. Die aber auch die damaligen assimilierten Juden kritisieren. Also da gab es dann so Ausdrücke wie, die waren ja zum Teil selber schuld, die waren zu verwestlich, die waren gar keine richtigen Juden. Und er hat dann auch mal eine Führung mit israelischen Soldaten, und da wirft unser Ich-Erzähler zum Beispiel die Frage auf, wenn euer Land euch in den Krieg schickt und ihr hört Gerüchte von irgendwelchen Schandtaten im Osten und es sind sogar Gerüchte quasi über eine Volksgruppe, die ihr nicht mögt, zum Beispiel die Araber. Wärt ihr tatsächlich desertiert? Vermutlich nicht. Ich zumindest wäre es nicht, sagt er offen. Und ja, es gibt auch so Beispiele, dass zum Beispiel ein Minister gefühlt eigentlich nur so für 3 Fotos hinfährt und gar nicht daran interessiert ist, ihm zuzuhören, was da noch so an Infos verbreitet werden könnten, sondern der will halt nur so seine Publicity Maßnahmen da ergreifen und mehr nicht. Und es geht halt quasi immer wieder so ein bisschen darum, dass Geschichte von unterschiedlichen Leuten auf unterschiedliche Art und Weise instrumentalisiert wird. Und das ist prinzipiell, es ist kein nettes Buch. Es teilt echt in alle Richtungen aus und stellt nochmal ganz groß die Frage, inwieweit man sich als Opfer betrachten kann, wenn man selbst schon wieder Hass verbreitet. Beziehungsweise ändert das natürlich nichts an den grausamen Geschehnissen der Vergangenheit, aber es fragt quasi so ein bisschen, ob manche diese Geschehnisse nicht so ein bisschen als Legitimation für neue Grausamkeiten nutzen. Also einer der Schüler sagt dann zum Beispiel auch so ein bisschen, um uns heute richtig zu schützen, müssten wir eigentlich ein bisschen wie die Nazis sein. Und das sind wirklich, also das sind Sätze, die habe ich jetzt zumindest so noch nicht in anderen Büchern gelesen. Es kann sein, dass es da draußen noch irgendwas gibt, aber mich hat das schon immer so ein bisschen aufgerüttelt. Und dabei, das möchte ich nochmal besonders betonen, wirkt es aber nie plump. Ne? Also ich meine, ich gebe das natürlich jetzt auch ein bisschen verkürzt wieder und ich kann nichts mehr zitieren, weil ich es halt auf Arbeit gelesen habe. Aber im Buch ist es wirklich sehr, sehr gut verwoben, auch mit einigen Fakten über die Lager. Und dadurch, dass es eben ein Bericht ist und unser Ich-Erzähler sich auch wissenschaftlich mit den Lagern beschäftigt in seiner Doktorarbeit, wirkt das Buch meiner Meinung nach nie moralisierend, obwohl natürlich Fragen zur Moral aufgeworfen werden. Aber es ist wirklich sehr, sehr ruhig und unaufgeregt erzählt, und ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Danach las ich Liebe, Tod und Vollmondnächte, was ich von einem lieben Menschen auf Arbeit geschenkt bekam. Und das sind japanische Gedichte. Es gibt ein kurzes Vorwort, in dem nochmal so ein bisschen auf Übersetzungen aus dem Japanischen eingegangen wird und die Unterschiede zur deutschen Lyrik, die ja schon recht gravierend sind. Und es wird auch nochmal erklärt, was eigentlich jetzt ein Haiku, was ein Uta und ein Hokku ist und dergleichen. Und wie bei vielen Gedichtsammlungen sind ja natürlich auch einige dabei, die mich jetzt nicht wirklich gewuppt haben, aber es sind auch ganz viele tolle, schöne Formulierungen. Und ich möchte euch ein bisschen ein Beispiel geben, denn ich habe festgestellt, je mehr ich davon am Stück las, desto besser kam ich in diese Art Lyrik hinein. Ich glaube, manche könnten vielleicht auch sowas sagen wie, nee, genieß es lieber in kleinen Häppchen, damit es sich nicht zu so einem großen Brei vermischt. Aber für mich war das so, dass ich da die Stimmung viel besser nachvollziehen konnte, denn die sind so kurz verglichen zu deutschen Gedichten. Und manchmal ist es halt, also wirkt es wie ein hingeworfener Satz. Und wie gesagt, mit manchen konnte ich auch nichts anfangen. Aber bei anderen, da steckt schon viel drin, wenn man darüber nachdenkt. Ich möchte euch das Beispiel geben, was er auch im Vorwort so ein bisschen analysiert und erklärt, wie dass man das einfach nicht so kurz übersetzen kann mit derselben Silbenanzahl wie im Japanischen. Und zwar hat er es dann folgendermaßen übersetzt. Eine blühende Winde hat sich um meinen Brunneneimer gerankt. Ich schöpfe das Wasser beim Nachbarn. Das ist natürlich an sich erstmal nur so ein hingeklatscher Satz. Holt sie halt ihr Scheißwasser beim Nachbarn. Aber dass sie das halt macht, weil sie die Blumenranke nicht kaputt machen will. Also ich finde, also das kann man dann schon wieder interpretieren, dass man irgendeine Sache, zwischenmenschlich oder was auch immer, nicht kaputt machen will und so weiter und so fort. Ich möchte euch noch ein zweites Beispiel geben, was eher melancholisch ist.
Jetzt müsst ihr mit mir spielen, Sperlinge. Auch ich habe keine Mutter mehr. Aber also wirklich gut. Und noch ein paar Beispiele. Dort beugt sich ein Mann beglückt über eine Blume. Was will er denn aber mit dem großen Schwert? Und dann, das ist das Einzige, was jetzt nicht ganz so melancholisch ist, langsam lässt sie das Kleid von ihren blassen Brüsten sinken. Ganz langsam. Und noch ein letztes möchte ich euch vorlesen, das ist auch von Basho. Ich glaube, den Namen kennt man so ein bisschen am ehesten hier bei uns im Westen. Vor der unendlichen Schneefläche erschauern und hineinwarten, weiter und weiter, bis man versinkt. Also ja, das war ein ganz tolles Geschenk. Vielen, vielen Dank nochmal. Und ich glaube, ich könnte mich daran gewöhnen, da noch so ein bisschen mehr in die Richtung zu lesen, auch wenn ich bis jetzt so mit traditioneller japanischer Literatur allgemein, das muss jetzt nicht nur Lyrik sein, gar nicht so viele Kontaktpunkte hatte. Dann beendete ich noch ein zweites Buch auf Arbeit, nämlich Wer hat meinen Vater umgebracht von Edouard Louis. Spricht man ihn so aus? Ich hoffe. Das ist ein sehr, sehr kurzes Büchlein, was sich eben mit seiner Beziehung zu seinem Vater nochmal auf eine andere Art und Weise auseinandersetzt. Und über lange Strecken, muss ich zugeben, waren meine Gedanken zu dem Buch so ein bisschen okay. Ich muss aber zugeben, dass ich da vielleicht auch ein bisschen eine seltsame Einstellung dazu habe, was ich gerne veröffentlicht sehen möchte. Denn natürlich kann auf so einem privaten Konflikt auch sehr, sehr gute Literatur entstehen. Bei dem Buch dachte ich mir aber über lange Zeit, boah, das hättest du aber auch einfach in dein Tagebuch schreiben können, ne? Ich meine, es ist insofern interessant, weil in Das Ende von Eddie, vom selben Autor, was ich auch gelesen hatte, da ist er schon sehr emotional irgendwie und hier ist er ein bisschen distanzierter. Ich fand es aber halt über lange Strecken zu privat, als dass ich da groß was mit hätte anfangen können. Ich finde, er kriegt in meinen Augen da noch so ein bisschen die Kurve, weil er auf die politischen Entscheidungen der letzten Jahre eingeht und was die direkt für Folgen für seinen Vater hatten. Und es ist wirklich dann halt so, dass er sagen kann, diese eine Etatkürzung hat dafür gesorgt, dass mein Vater eben zum Beispiel das und das nicht mehr machen, nicht mehr kriegen konnte und dergleichen, sodass man nicht sagen kann, ja, okay, die kriegen doch irgendwie Unterstützung oder dergleichen, sondern man sieht, was das mit ihm macht und so kriegt das Ganze halt nochmal so ein bisschen eine soziale Dimension. Es ist auch wirklich eine direkte Anklage, also er findet der sehr, sehr klare Worte und nennt auch die Präsidenten, die er dafür verantwortlich macht. Und das hat es für mich ein bisschen mit rausgerissen. Ich hätte jetzt aber auch nichts dagegen gehabt, wenn das einfach irgendwie in einem langen Magazinbeitrag oder dergleichen erschienen wäre. Ich muss da nicht unbedingt ein Buch dafür haben. Zumal, ich sage, es hat es für mich ein bisschen rausgerissen, aber es ist schon noch sehr kurz gegriffen. Ne? Also es schiebt sehr, sehr viel eben nur auf die Politik. Also als ob das der einzige Grund für den Niedergang seines Vaters ist, weiß ich nicht, ob man das vielleicht noch ein bisschen differenzierter sehen könnte. Und dann möchte ich gerne noch mal kurz was Grundsätzliches sagen, was so das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft. Dieses Buch ist halt als gebundenes Hardcover erschienen. Das kostet 16 Euro für nicht einmal 70 bedruckte Seiten. Und ich finde das okay, wenn Verlage sowas rausbringen, aber dann macht doch einfach ein kleines Heftchen draus. Und also seid so ehrlich und streckt es nicht, indem man irgendwie den Rand größer macht und das Schriftbild eventuell, damit man das als Hardcover rausbringen kann. Ich habe mal kurz ein Vergleichsheftchen gesucht. Aus dem Reklam Verlag. Das hier sind 74 Seiten und dafür würde niemand 16 Euro bezahlen. Und ich finde es schon ein bisschen dreist. Ich meine, ich mag den Fischer Verlag, ich glaube, es ist bei Fischer erschienen, aber ich fände das auch ganz nett, wenn man das dann nicht so pusht und nur weil der Autor halt jetzt so mehr oder weniger bekannt ist, muss man den Leuten da das Geld nicht so aus der Tasche ziehen, finde ich. Das war mein Wort zum Sonntag. Danach lasse ich noch Sister Outsider von Audre Lorde. Das wollte ich eigentlich jetzt innerhalb dieses Lesemonats mit besprechen, habe dann aber beim Raussuchen von Zitaten gemerkt, dass ich so viel zitieren möchte, dass es den Rahmen hier ein bisschen sprengen würde und ich da mal wieder eine Einzelrezension hochlade. Ich habe sowieso relativ lange keine Einzelrezension hochgeladen, was aber auch daran lag, dass so Anfang des Jahres kommen ja so diese ganzen End- und Anfang des Jahres-Videos eben. Dann wollte ich meine Bücherregaltour noch ein bisschen vorantreiben. Ich wurde getaggt, bla bla bla. Auf jeden Fall freue ich mich darauf, dieses Buch euch noch ein bisschen näher vorzustellen. Das ist eben eine Sammlung an Essays und Reden, in denen es ganz viel eben um Feminismus, Rassismus, die LGBTQ-Bewegung und dergleichen geht. Und es hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und zur Einstimmung möchte ich euch mal ein Zitat vorlesen. Dann muss ich auch nicht mehr ganz so viele Zitate in einem anderen Video vorlesen. Es ist aus dem Essay, was, glaube ich, relativ berühmt geworden ist, weil es auch den Titel für eine neue Essay-Sammlung von ihr ist, nämlich Your Silence Will Not Protect You. Und da geht es mit ähnlichen Gedanken weiter. Hier steht dann: Each of us is here now, because in one way or another we share a commitment to language and to the power of language. And to the reclaiming of that language, which has been made to work against us. And it is never without fear,
of visibility, of the harsh light of scrutiny and perhaps judgment, of pain, of death. But we have lived through all of those already, in silence, except death. And I remind myself all the time now that if I were to have been born mute or had maintained an oath of silence my whole life long for safety, I would still have suffered and I would still die. It is very good for establishing perspective. And where the words of women are crying to be heard, we must each of us recognize our responsibility to seek those words out, to read them and share them and examine them in their pertinence to our lives, that we not hide behind the mockeries of separations that have been imposed upon us and which so often we accept as our own. For instance, I can't possibly teach black women's writing. Their experience is so different from mine. Yet how many years have you spent teaching Plato or Shakespeare and Proust? Or another, she's a white woman and what could she possibly have to say to me? Or, she's a lesbian, what would my husband say or my chairman? Or again, this woman writes of her sons and I have no children. And all the other endless ways in which we rob ourselves of ourselves and each other. For we have been socialized to respect fear more than our own needs for language and definition. And while we wait in silence for that final luxury of fearlessness, the weight of that silence will choke us. The fact that we are here and that I speak these words is an attempt to break that silence and bridge some of those differences between us. For it is not difference which immobilizes us, but silence. And there are so many silences to be broken. Was euch vielleicht schon mal so ein bisschen drauf einstimmt, wie sie argumentiert. Bei ihr geht es sehr, sehr viel um Zusammenhalt und Zusammenarbeit und dergleichen. Und wie gesagt, der Rest kommt dann in einer Einzelrezension. Danach las ich gemeinsam mit Sophie Böse Geister von Dostojewski, manchmal auch unter dem Titel Die Dämonen übersetzt. Und das ist erst mein zweiter, dicker Dostojewski. Und genauso wie Sophie würde ich das nicht unbedingt für den Einstieg empfehlen. Denn dieses Buch lässt sich schon ganz schön Zeit. Es ist in drei Teile geteilt. Im ersten werden die Charaktere sehr, sehr lang vorgestellt. Im zweiten treffen sie aufeinander, wobei ich noch nicht mal direkt sagen würde, dass da schon ein Konflikt entsteht. Aber im dritten kommt es dann so mehr oder weniger zu einer Eskalation. Also wir erfahren zum Beispiel auch etwas aus der Vergangenheit einer der Protagonisten, was wirklich happig ist. Aber es ist eines der Bücher, bei denen ich mich schon ziemlich lange fragte, was will er denn eigentlich, der Autor? Das liegt für mich unter anderem daran, dass ein Großteil hier halt in der gehobenen Gesellschaft spielt. Und diese Leute haben prinzipiell den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als sich gegenseitig Besucher abzustatten oder nervlich so ein bisschen gereizt auf dem Sofa zu liegen oder in Ohnmacht zu fallen oder Gerüchte zu verbreiten oder Angst zu haben, dass sich Gerüchte verbreiten. Das ist also wirklich viel so reiche Leute-Geplänkel. Und dann haben wir aber noch so ein bisschen eine Generation an jungen Leuten. Das sind dann entweder Nihilisten und oder Anarchisten oder ganz schlimm Demokraten oder Leute, die ihren Glauben verloren haben oder Leute, die ihren Glauben wiedergewonnen haben. Und ich sagte ja, es eskaliert dann schon so ein bisschen, aber was diese Eskalation zum Beispiel einleitet, das ist halt aus heutiger Sicht auch eher so ein bisschen, also muss man sagen, lächerlich. Und ich meine, manchmal ist dieses Buch auch Satire, das stimmt schon, aber es gab auch ein paar Stellen, da bin ich mir nicht sicher, ob Dostojewski die witzig gemeint hat oder ob ich die eher ein bisschen albern fand aus heutiger Sicht. Also ich konnte aus diesem Buch tatsächlich nicht ganz so viel Allgemeingültiges rausnehmen, wie zum Beispiel aus Schuld und Sühne. Und ich finde auch, dass dieses Buch am besten ist, wenn es eben zum Beispiel nicht die ganze Strömung der Nihilisten betrachtet, sondern wenn es um eine Person geht. Also wenn wir so ein bisschen den Blick in die Psyche eines Charakters bekommen. Und vielleicht ist es nochmal ein bisschen eindrucksvoller, wenn man irgendwie so die Strömungen und Unruhen der damaligen Zeit etwas, also entweder direkt miterlebt hat damals eben oder wenn man sich damit noch ein bisschen genauer beschäftigt. Ich meine, ich habe das danach auch so ein bisschen gegoogelt und laut Dostojewski ist das zum Beispiel auch ein Pamphletroman gegen diese radikalen Kräfte der damaligen Zeit. Aber ich meine, es ist schon so, dass der Hauptagitator jetzt nicht direkt gut dasteht. Ich würde aber trotzdem argumentieren, dass die christlichen und die aristokratischen Leute in diesem Buch eigentlich noch lächerlicher rüberkommen als eben der kritisiert werden soll oder gleich. Also ich meine, wie gesagt, vielleicht sollen auch alle kritisiert werden und natürlich ist man irgendwie froh, wenn man so ein fettes Buch gelesen hat, gerade ein Werk von Dostojewski, aber ich kann es jetzt ehrlich gesagt auch nicht so euphorisch von den Dächern schreien. Es hat mir natürlich den Autor nicht vergehlt oder dergleichen, ist jetzt aber nicht mein Liebling geworden. Ich las außerdem noch ein weiteres Drama diesen Monat, nämlich A Raisin in the Sun von Lorraine Hansberry. Die zentrale Handlung dreht sich hier so ein bisschen um die Wohnsituation einer schwarzen Familie in Chicago
in den 50er Jahren. Und da ist der Fall, dass es so eine gewisse Ghettoisierung gibt, also dass zum Beispiel auch die Wohnungen, in die Schwarze ziehen dürfen, teurer sind als in anderen Regionen. Und dort werden sie aber wiederum häufig rausgeekelt oder teilweise wirklich auch, es gab einen Bombenanschlag auf das Haus einer schwarzen Familie eben in so einer weißen Gegend und dergleichen. Es geht aber auch sehr, sehr viel um die Beziehungen innerhalb einer Familie, also wie man sich eventuell unterstützt, aber auch wie man sich kritisiert. Manchmal hat man ja auch einfach genug von den Leuten. Es geht um das Verfolgen von Ambitionen oder eben auch das Zufrieden geben mit der Situation, wie sie jetzt ist. Es geht um die Frage nach den eigenen Wurzeln und es geht auch ganz viel um Emanzipation, aber auch hier wieder in verschiedene Richtungen. Also natürlich haben wir auch die Emanzipation der Frau, aber auch so ein bisschen von Vorurteilen oder von alten, vorgeschriebenen Rollen und dergleichen. Und ich finde, manchmal sind Theaterstücke doch so ein bisschen plakativ. Und ich meine, ja, auch hier ist es schon recht eindeutig, was die Botschaft ist oder dergleichen, aber es gibt ganz viele so kleine, realistische, zwischenmenschliche Momente, meiner Meinung nach. Also ich glaube, in manchen anderen Stücken wären viele Szenen irgendwie nicht so nah oder alltäglich wiedergegeben. Es gibt zum Beispiel auch Momente, da durchschauen Leute eine Sache hier relativ schnell. Und ich glaube, in anderen Stücken hätte man sie da irgendwie erst auflaufen lassen oder dergleichen. Das war wirklich sehr realistisch, meiner Meinung nach. Und auch wenn natürlich die Charaktere hier irgendwie einen bestimmten Typ repräsentieren, fand ich die Interaktion hier wirklich durchgängig sehr, sehr gut zwischen den Leuten und kam mir sehr nachvollziehbar vor. Außerdem gibt es in diesem Buch ganz, ganz tolle Regieanweisungen, wo ich gar nicht weiß, wie man das so richtig dann quasi in echt während der Vorführung wiedergeben kann. Ich möchte euch ein Beispiel dafür geben, wie die Wohnung unserer Hauptfamilie eben beschrieben wird. Hier steht dann: "Its furnishings are typical and undistinguished, and their primary feature now is that they have clearly had to accommodate the living of too many people for too many years, and they are tired. And here a table or a chair has been moved to disguise the worn places in the carpet, but the carpet has fought back by showing its weariness with depressing uniformity elsewhere on its surface. Weariness has, in fact, won in this room. Everything has been polished, washed, set on, used, scrubbed too often. All pretenses but living itself have long since vanished from the very atmosphere of this room." Und für solche Formulierungen bin ich wirklich froh, es gelesen und nicht gesehen zu haben. Also obwohl ich es mir natürlich auch nochmal live anschauen würde. Und es gibt durchaus auch einige rührende Momente. Also für diejenigen von euch, die es gelesen haben zum Beispiel, als sie der Mama oder also der Oma quasi in der Familie die Gartenutensilien schenken. Oh Gott, es war sehr, sehr schön und dann trotzdem auch wieder sehr, sehr witzige Szenen. Also zum Beispiel die Tochter in der Familie ist genau mein Ding. Aber da möchte ich auch nochmal positiv erwähnen, obwohl ich diese junge, emanzipierte Frau natürlich irgendwie toll finde, hat sie aber trotzdem Schwächen. Also sie plappert auch manchmal Dinge nach oder sie ist ungerechtfertigt gemein und das kam mir auch wieder alles sehr, sehr rund vor. Also wirklich, das ist richtig, richtig gut und hat mir gezeigt, ich muss unbedingt mehr Dramen lesen. Ich meine, mit Brecht mache ich ja auch weiter, aber auch sowas hier, da kann ich ruhig mich noch ein bisschen ausbreiten. Danach beendete ich ebenfalls auf Arbeit die Kieferninseln von Marion Poschmann. Das war 2017, glaube ich, für den Deutschen Buchpreis nominiert. Und das hatte für mich immer so ein bisschen eine fragwürdige Prämisse. Unser Protagonist fliegt nämlich Hals über Kopf nach Tokio, nachdem er davon geträumt hat, dass seine Frau ihn betrügen würde. Und als er sie darauf am nächsten Morgen drauf anspricht, sagt sie halt, was, nee, Quatsch. Und er sagt, doch, bestimmt. Und haut dann eben ab. Was ich absolut albern finde. Und dort trifft er aber relativ schnell auf den jungen Mann Yosa, der mit dem Complete Manual of Suicide unterwegs ist und tatsächlich Selbstmord begehen möchte. Und die beiden reisen dann eben gemeinsam durch das Land. Das ist halt so eine Mischung aus der Pilgerroute, die Basho damals ging, und eben dann den empfehlenswerten Orten für einen Selbstmord. Ich war durch Rezensionen zum Glück darauf vorbereitet, dass das ein unsympathischer Protagonist wird. Und mit dem Vorwissen habe ich das ganze Buch wirklich gemocht. Also man muss sich da schon ein bisschen drauf einstellen, weil er kritisiert zum Beispiel an Yosa oder insgesamt an Menschen Dinge, die er sogar selber tut oder wie er selber eben auch ist. Und wir als Leser merken das, er aber noch nicht. Und zumindest will er sich das nicht eingestehen. Also er weiß auch immer alles besser und er ist auch nicht nur ein unsympathischer Mensch an sich, er ist auch nochmal speziell ein unsympathischer, extrem ignoranter Reisender, der da sehr vorurteilsbelastet rangeht. Und ja, es kann ich wirklich nicht leiden, diesen Menschen, aber als Protagonist im Buch fand ich ihn trotzdem nicht verkehrt. Das Buch hat auch einige komische Momente. Es geht ja damit schon los, dass unser Protagonist eben ein Bart
Forscher ist und der Josa, der hat zum Beispiel so ein kleines Ziegenbärtchen und so viel will ich schon mal verraten, dass es damit auch noch was auf sich hat. Aber es kommen natürlich auch erste Szenen und ich bin der Meinung, dass auch ganz viel Symbolisches in diesem Buch drin steckt. Also Poschmann ist ja auch Lyrikerin, ich glaube, da könnte man eine ganze Menge auch nochmal so ein bisschen interpretieren. Und in dem Buch gibt es auch so eine Art, naja, Wandlung ist vielleicht übertrieben, aber es war auf jeden Fall interessant, den Weg zu verfolgen. Ich würde vielleicht sagen, es ist so eine Art, eine ruhige Art von Dynamik irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Für mich hat das Buch natürlich dann nochmal so einen riesen Japan-Bonus. Mich interessieren Dinge, die in Japan spielen und es gab viele interessante Beschreibungen von Orten zwischendurch. Ich möchte euch mal ein Beispiel vorlesen, ein ganz kurzes erstmal. Etwas Vergilbtes lag über Matsushima, etwas Unglaubwürdiges, als hätte sich sämtliches Fernweh hier versammelt und fände keine neue Richtung mehr. Sowieso gibt es in diesem Buch einige schöne Formulierungen, da kommt halt, glaube ich, auch so ein bisschen das Poetische der Autorin durch. Ich möchte euch noch ein zweites Beispiel geben. In der vergangenen Nacht hatte er lange wach gelegen und auf den unruhigen, dunklen Himmel gesehen. Er spürte Wolken in sich anschwellen, sie reicherten sich an, wuchsen ins Gigantische und setzten sich in Bewegung, getrieben von einem herrischen Wind. Sie verloren ihre Form, rissen in Fetzen, setzten sich anders wieder zusammen, aus ihrem triumphalen Schwarz war ein fades Grau geworden und dann eine endlose graue Fläche. Eine Schichtwolkenmatte, die ihn niederdrückte und der er entfliehen wollte. Dorthin, wo die Wolken ihren natürlichen Ort außerhalb seiner Einbildung hatten. Ans Meer. Etwas weit unten nach einem Absatz. Seine Annäherung an Matsushima war weniger Reisen. Es war mehr ein Gleiten oder Schleichen. Ein schneckenlahmes Vortasten. Ein wolkenbehäbiges Heranrutschen. Er reiste, so schien es ihm, wie eine just ausgestülpte, glänzende Puddingfigur, die langsam erkaltete, nachzitterte, die auf einer schrägen Fläche keinen Halt fand und die mit jeder amöbenhaften Bewegung mehr Form verlor. Und es ist ja auch insgesamt eher ein recht kurzes Buch. Ich finde tatsächlich, dass eigentlich nichts Überflüssiges in diesem Buch drinsteckt. Es ist recht auf den Punkt gebracht und lässt aber trotzdem, also auch durch die Symbole, die sie so ein bisschen verwendet, genug Interpretationsspielraum, meiner Meinung nach. Ich mochte auch die Stimmung am Ende, beziehungsweise vielleicht kann man sagen, wie sich der Kreis schließt, obwohl ich ja gesagt habe, dass ich den Auslöser eigentlich nicht mochte, aber wie das so zusammenkommt, fand ich dann wieder eigentlich ganz okay. Und ich kann insgesamt an dem Buch eigentlich nicht wirklich was kritisieren. Ich habe aber trotzdem auch schon das Gefühl, dass es nicht unter meinen Jahreslieblingen landet. Also, obwohl, ich weiß, also lässt sich schwierig einschätzen, aber es ist noch nicht so, ja, nicht die ganz große Euphorie. Vielleicht war es mir dafür dann doch nicht tiefschürfend genug oder manchmal so ein paar dieser albernen, seltsamen Stellen. Also ich fand es wirklich nicht schlecht, aber ja, vielleicht auch nicht so das Herausragende. Ich beendete außerdem noch auf Arbeit den Comic Drei Wege. Hier geht es um drei Frauenleben in Abstand von jeweils 50 Jahren. Das heißt, wir haben 1918 ein Dienstmädchen, deren Freund gerade im Krieg ist und die bei einer reichen Familie angestellt wird. Dann haben wir 1998 so ein bisschen im Wohlstandsdeutschland eine junge Frau, die eben quasi einen jungen, linken Intellektuellen kennenlernt, der aber vielleicht auch mehr redet als tut. Und dann haben wir eben 2018 eine junge Frau, die gerade ihr Abitur erst beendet hat und nicht so wirklich weiß, was sie vom Leben will. Der Zeichenstil ist, ich sag mal, besonders genug, dass ich ihn quasi als etwas Eigenständiges anerkenne. Ne? Also ich würde ihn auch wiedererkennen, das ist kein Einheitsbrei. Ich finde ihn aber nicht beeindruckend. Also dafür ist er mir zu simpel. Also ich finde, tatsächlich muss man sagen, das sind keine schönen Bilder. Ich meine, vermutlich wollte das die Autorin auch nicht. Das ist anscheinend nicht ihr Ding, so zu malen. Aber bei vielen Comics, die ich wirklich so in den Himmel lobe, da ist der Zeichenstil einfach ein bisschen ausgefeilter und das fehlt mir hier schon. Und inhaltlich fand ich es ehrlich gesagt auch nur okay. Mir ist es im Endeffekt zu kurz, um diese Leben wirklich tiefer zu beleuchten. Ne? Ich meine, klar, man erkennt so gewisse Gemeinsamkeiten, dann erkennt man aber umgedreht auch einen gewissen Fortschritt, der die Leben voneinander unterscheidet. Aber ich finde, es steckt im Endeffekt nicht so viel drin, obwohl das ja thematisch eigentlich genau mein Ding ist. Ne? So Frauenleben im Wandel der Zeit oder dergleichen, aber dafür ist die Form des Comics vielleicht doch irgendwie zu kurz. Also das hätte ich lieber etwas ausgearbeiteter in Romanform oder dergleichen gehabt. Ich würde schon nochmal was von der Autorin und Zeichnerin eben lesen, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht bereue, dass ich dafür jetzt zum Beispiel kein Geld ausgegeben habe. Als letztes auf Arbeit beendete ich diesen Monat die Menschenfabrik. Dieses Buch habe ich total zufällig entdeckt, davon hatte ich noch nie vorher gehört und entweder auf dem Klappentext oder im Vorwort steht sowas wie, ja, dieses Buch wurde schon 1890 geschrieben, also vor Orwell und Huxley und setzt das Buch damit eben so in eine Linie mit diesen Dystopien, was ich nur bedingt so unterschreiben würde. Ich meine, ja, es geht so in diese Richtung los, nämlich dass sich unser Ich-Erzähler nachts im Wald verläuft und dort ein großes Fabrikgelände sieht.
dort anklopft und fragt, ob er dort eventuell übernachten kann und aber auch wissen will, was ist denn das für eine Fabrik? Und es öffnet ihm eben ein Männchen, wird speziell so gesagt, und es gibt ihm ganz bereitwillig Antwort und erklärt ihm, dass in dieser Fabrik Menschen hergestellt werden. Und unser Ich-Erzähler ist erstmal total verwirrt, aber als er eben sieht, dass das tatsächlich passiert, ist er auch eher geschockt und angewidert und stellt eben so ein bisschen die moralischen Fragen. An der Stelle finde ich das Buch tatsächlich etwas plump. Ich meine, es ist auch wirklich sehr, sehr kurz. Es ist eher eine Erzählung und kein Roman. Aber die Fragen entstehen eventuell nicht irgendwie indirekt oder so, wie ich es etwas gekonter gefunden hätte, sondern der Ich-Erzähler sprudelt die einfach heraus. Und aus unserer heutigen Zeit sind es eben auch keine neuen Fragen. Die sind natürlich immer interessant. Also so Sachen wie, ob man denn überhaupt Gott spielen darf und ob nicht eventuell die Impulsivität eigentlich das ist, was den Menschen ausmacht. Und das wird nämlich in dieser Fabrik den Fabrikmenschen nicht mitgegeben. Natürlich wird auch die Schuldfrage aufgeworfen, also wer ist dann verantwortlich für die Handlungen dieser künstlichen Menschen und dergleichen. Was ich aber extrem witzig fand, ist, dass das Ganze immer total kaufmännisch beantwortet wird. Also wenn halt unser Ich-Erzähler empört ist, dann ist die Verteidigung dieses Männchens, was ihm Antwort steht, aber Kinderexemplare werden gerade richtig gut verkauft, weißt du, also das reicht ihm als Begründung, so nach dem Motto, ich kann damit Geld machen, also ist es nicht moralisch verwerflich, sondern es ist doch gar keine Frage, dass wir Geld machen mit Kinderexemplaren. Und ganz toll fand ich dann auch so die Aussage, also der Ich-Erzähler sagt dann mal sowas wie, wenn sie eine sittliche, moralische Rasse erfunden hätten, dann wäre ich beeindruckt. Und das Männchen antwortet mit, nee, aber sowas wäre ja absolut unverkäuflich, was ich sehr, sehr witzig finde. Insgesamt finde ich das Ganze aber eher nett als großartig, eventuell auch einfach aufgrund der Kürze. Und wenn wir jetzt so aus heutiger Sicht eventuell dann schon irgendwie so den Bogen ziehen, so zu Genforschung und KI und dergleichen, muss man sagen, dass es in der Geschichte, die uns gegeben wird, eigentlich nicht drinsteckt. Ne? Natürlich kann man das irgendwie jetzt heutzutage in die Richtung interpretieren, aber das, was wir kriegen aus diesem Buch, ist wirklich eher so eine ganz kleine, so ein bisschen eine Gruselnovelle, eher eine Schauergeschichte und nicht Science-Fiction oder eine Dystopie. Und insofern kann man mal gelesen haben, ist auch eine schöne Ausgabe, ist so ein Naked Hardcover, also hübsch gemacht, aber hat mich jetzt nicht großartig neu zum Nachdenken angeregt. Und dann als letztes insgesamt in diesem Monat las ich Was Frauen schreiben von Ruth Klüger. Das war mein Geburtstagsgeschenk von Sophie und das ist prinzipiell Booktube in Buchform. Das heißt, sie versammelt hier ihre Kolumnen aus den Jahren 1994 bis 2010, in denen sie jeweils Bücher von Autorinnen vorgestellt hat. Und das ist wirklich eine ganz tolle Mischung. Also zwischen Harry Potter und Hertha Müller ist ja alles mit dabei. Und ich muss es jetzt natürlich nochmal anhand der Empfehlungen austesten, ob ich das dann wirklich mag. Aber rein von der Beschreibung her hat sie mir richtig viel schmackhaft gemacht. Nämlich 31 Empfehlungen habe ich mir aus diesem Buch rausgeschrieben. Und das ist, finde ich, eine echt gute Zahl. Da hat sie sehr, sehr häufig meinen Geschmack getroffen. Und insofern war das eigentlich ein ganz guter Lesemonat. Vor allem auch nochmal von der Menge her, dafür, dass es der kürzeste Monat des Jahres ist. Ich meine, es waren zwar so ein paar Lala-Bücher dabei, aber ich freue mich auf mehr Brecht. Auch insgesamt auf mehr Dramen, gerne auch eben von anderen Autoren. Und ja, wie immer könnt ihr mir gerne eure Meinung zu den Büchern dalassen oder ob ich sie euch eventuell jetzt so ein bisschen näher gebracht habe, ob wir dieselbe Einschätzung hatten und dergleichen. Ich danke euch heute erstmal fürs Zuschauen und dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal.